Jenny Elvers, Pleite? Ein Insider packt aus. Jenny Elvers liebt den Glanz und Glamour. Doch spielt sich hinter der Fassade ein Pleitedrama ab? Dazu hat nun zumindest ein Insider Stellung bezogen. Ja, das liebe Geld, ein Thema, das einen ganz schön umtreiben kann. Offensichtlich auch Jenny Elvers, 51. Wie es scheint, kann die Ex-Dschungelcamperin angeblich einer größeren Zahlungsaufforderung nicht nachkommen. Dabei hatte Jenny ihre Finanzen doch extra in die Hände ihres Unternehmersohnes Paul Jolich, 23, gelegt, um keine finanziellen Sorgen mehr zu haben. Hat der ihr Geld verzockt? Jenny Elvers, hat sich Sohn Paul verkalkuliert? Wie man aus dem Umfeld hört, soll sich das Society-Sternchen 40.000 Euro geliehen haben. Eine stolze Summe. Geplante Rückzahlung, bis Mitte 2023, eigentlich. Trotz Mahnung und Anwalt sei noch nichts passiert, behauptet der Insider laut Neue Post. Ist Jenny pleite? Eigentlich hätte das gerade jetzt nicht passieren dürfen, denn um Jenny Elvers Finanzen kümmert sich der Sohnemann. Als Finanzexperte kennt er sich schließlich aus. Seine Mutter hätte viel zu wenig investiert und viel zu viel ausgegeben, so Pauls Bilanz. Er erstellte seiner Mama einen Finanzplan, entwickelte Strategien, um mit niedrigem Einsatz und wenig Eigenkapital erstmal einen kleinen Puffer aufzubauen, verriet der Spross damals. Und zügelte Mama beim Shoppen, Paul hat mir auch mal auf die Finger geklopft und gesagt, Mama, die 12. schwarze Handtasche braucht es jetzt auch nicht, gab Jenny zu. Sie ließ Paul machen. Ihr Sohn sei einfach der Zahlenmensch. Und, dem eigenen Sohn vertraut man da ein bisschen mehr, und er hat auch Ahnung davon. Doch scheinbar ging der Plan nicht ganz auf.